Game of Thrones. Hab ich schon mal von gehört. Hallo, ich bin Tom Blaschier. Ihr habt mich vielleicht kürzlich gesehen in Crossing Lines oder Game of Thrones, aber demnächst könnt ihr mich auch hören im neuen Weihnachtsfilm von Disney, Arlo und Spot. Hier ein kleiner Ausschnitt. Diese Kreatur hat dich beschützt. Wie ist sein Name? Keine Ahnung. Ich errate ihn, ich behalte ihn. Killer! Ach, Stinker! Dreckspatz! Spinner! Knallkopf! Spot! Spot? Komm her, Spot, komm her! Jo, ich guck mal rum hier und zeig euch mal ein paar Filme, die ich besonders gerne mag. Was gibt's denn hier so? Ah, hier. Arizona Dream. Großartiger Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der einzige Film, der einzige Hollywood-Film von Kusturica, ist auch schon ein bisschen älter, kennen nicht viele Leute. Und den mag ich, weil der ist so überbordend von Fantasie. Das gibt gar keine so eine stringente Geschichte, sondern der verliert sich beinahe in ganz vielen verschiedenen Handlungssträngen, aber ist wahnsinnig assoziativ. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum der jetzt kommerziell gar nicht so erfolgreich war und das wahrscheinlich der einzige Hollywood-Ausflug von Emil Kusturica war, aber großartiger Film. Faye Dunaway, Johnny Depp, Juliette Lewis. Ein paar Jahre alt. Tagebuch eines Skandals, Judi Dench, Cate Blanchett, auch ein großartiger Film, eine kleine Geschichte, Arthouse-Film, aber wirklich ein Schauspielerfilm, also zwei Frauen, die eine Beziehung haben, die sehr, na, ich sag mal, nerve-wracking ist, also die sehr ans Eingemachte geht. Ja, und Judi Dench und Cate Blanchett sind einfach phänomenal in diesem Film. So, hier gleich der nächste, Amores Perros von Iñárritu. Auch einer meiner Lieblingsfilme. Geht um vier Geschichten, spielt in Mexiko. Vier Geschichten, die gar nichts miteinander zu tun haben am Anfang. Und je länger der Film dauert, desto mehr merkt man, wie diese Geschichten miteinander verwoben sind. Super gemacht. Ja, er ist wirklich auch einer meiner Lieblingsregisseure. Demnächst kommt der neue Film raus, The Revenant, mit DiCaprio und Tom Hardy. Und er hat ja auch letztes Jahr den Oscar gekriegt für Birdman. Fear and Loathing in Las Vegas, schon wieder Johnny Depp. Auch einer meiner Lieblingsschauspieler, hauptsächlich deswegen, weil das einer der Typen ist, die, wo man das Gefühl hat, die haben wirklich nur die Jobs angenommen, die sie schon immer mal machen wollten. Also ich glaube, der hat wirklich eine der großartigsten Filmografien überhaupt. Ja, für alle Leute, die mal Drogen genommen haben oder gerne mal Drogen nehmen würden, je nachdem, ein unbedingtes Muss. Auch filmisch sehr speziell, weil die ganzen Trips und die ganzen Drogenerfahrungen, er wird hier versucht, halt filmisch umzusetzen. Also die Kamera wackelt ziemlich und das Bild verschwimmt ab und zu mal, aber wer es kennt, wird nicht überrascht sein. Atonement auf Englisch. Ich habe das Buch gelesen, das Originalbuch, fand das super, hat mich absolut gefesselt, dann bin ich in den Film gegangen. Ist einer der wenigen Filme, aus denen ich tatsächlich rausgegangen bin. Ich weiß nicht, ob es mir an dem Tag irgendwie nicht so besonders ging, aber hat mich irgendwie gelangweilt. Bin ich auch, glaube ich, der Einzige, also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, fanden auch den Film toll, aber einer der wenigen Filme, bei denen ich aus dem Kino gegangen bin. Anonymous. Wer den Film gesehen hat, ich bin drin, für ungefähr anderthalb Sekunden. War eine super Erfahrung zu drehen mit Roland Emmerich. Ich spiele da einen Captain of the Guard von einer Wache. Da gibt es irgendwie so eine Szene, wo Truppen in einem Hof gefangen genommen werden. Und ich habe da das Kommando und lasse die zusammenschießen. Super Film. Super Film. Nach der Hochzeit, Susanne Bier, eine Familiengeschichte in Dänemark. Es gibt ja mehrere dänische Filme in den letzten Jahren. Also angefangen hat das ja alles mit Das Fest von Thomas Winterberg, wo so
anscheinend perfekte, nach außen hin perfekte Familienverhältnisse dann mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen werden und am Ende wirklich sich Riesenabgründe auftun und alles auseinanderbröckelt. Grandios gespielt von allen und wirklich auch ein ganz toller Film. Den habe ich mir gleich zweimal hintereinander angeguckt, als ich ihn gesehen habe. Das Gute bei mir ist, ich kann mir ganz schlecht Filme merken. Also nur wenn mir Filme wirklich super gefallen, merke ich mir die. Ansonsten kann ich auch jeden Film alle zwei Jahre aufs Neue gucken. Es ist dann, als ob ich ihn nie gesehen hätte. Ja, hier, unglaublich toller Film. The Act of Killing habe ich zufällig entdeckt vor 2 Jahren in Sheffield auf einem Dokumentarfilmfestival. Hatte ich einen drehfreien Tag und bin einfach hingegangen. Und dann habe ich diesen Film gesehen und ich war so geflasht. Das ist eine Reportage über einen Krieg in Indonesien in den 50er, 60er Jahren, wo eine ethnische Minderheit verfolgt wurde. Und der Regisseur hat es geschafft, da Täter von damals aufzuspüren. Und sie lässt sie vor der Kamera erzählen über damals. Und diese Täter, also das, haben das nie aufgearbeitet. Sie wurden nie zur Verantwortung gezogen, zur Rechenschaft. Leben da als anerkannte Mitglieder in der Mitte der Gesellschaft. Und er schafft das, sie vor die Kamera zu holen und schafft das sogar, sie dazu zu bringen, bestimmte Sachen von damals, also Hinrichtungen und Ähnliches, nachzuspielen und an die Orte zu gehen, wo das wirklich passiert ist. Und also das sind wirklich Momente in diesem Film, die glaubt man nicht. Also da stockt einem wirklich der Atem. Also das ist unglaublich gut. Michael Haneke, also eigentlich könnte ich da jetzt hier jeden Film hochhalten. Die Klavierspielerin oder auch Liebe oder Cachet steht da auch. Einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich glaube, er ist oder war auch Psychiater. Er seziert seine Figuren wirklich bis aufs Kleinste. Also nimmt wirklich die Charaktere auseinander und baut sie dann wieder zusammen. Und das ist wirklich so wahnsinnig spannend. Isabelle Huppert, großartig und ist nach einem Roman von Elfriede Jelinek. Und ja, unbedingt sehenswert. Another Year, Mike Leigh. Toller Regisseur. Ich hatte die große Ehre, vor 2 Jahren kurz mit ihm zu drehen bei Mr. Turner. Das ist ein Filmregisseur, der eigentlich völlig untypisch arbeitet. Der arbeitet an seinen Filmen, der probt, als wäre es eine Theaterinszenierung. Also er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit. Es wird wirklich super gründlich geprobt. Wir haben da wochenlang für eine kleine Szene Proben gehabt. Also absoluter Perfektionist. Und das ist auch einer seiner sehr guten Filme, Another Year. Vom Winde verweht. Ein Klassiker. Ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Immer nur, der stand schon immer auf meiner Liste. Werde ich mir wahrscheinlich heute ausleihen. Il Divo, italienischer Film. Haben viele Leute gesagt, fanden sie jetzt ein bisschen langweilig. Fand ich aber ziemlich gut, weil das ist nach der Geschichte von Giulio Andreotti, also dem italienischen Politiker, der für eine gefühlte Ewigkeit Premierminister war. Und der Schauspieler, der ihn da spielt, Tony Servillo, der macht das so grandios. Also das ist wirklich ein Film, glaube ich, den Schauspieler besonders mögen, weil man da sehen kann, wie jemand eine ziemlich extreme Figur so perfekt und bis ins kleinste Detail genau spielt, dass man meint, diese reale Figur wirklich da zu sehen. Also sehr gut. Only God Forgives. Habe ich fast bis zum Ende durchgehalten, weil ich eigentlich bis dahin Ryan Gosling-Fan war. Den fand ich dann sehr enttäuschend, weil an dem Film stimmte eigentlich für mich nichts. Also ich kann nicht mal beurteilen, ob er gut gespielt war. Ich fand es sehr prätentiös. Die Geschichte habe ich nicht verstanden. Es stimmte das Tempo nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich auch nur einen schlechten Tag. Aber nicht unbedingt zu empfehlen. M&M's, auch immer sehr zu empfehlen. Mit und ohne Peanuts. Ja, jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommt hier die Serienecke. Großer Fan. Brauche aber dann immer so eine Woche Urlaub, wenn ich eine neue Serie anfange. Weil sonst schaffe ich nicht, komme ich zu nichts anderem.
Was haben wir hier? Lost. Fand ich ganz toll. Also je länger die Serie gedauert hat, wurde es dann so ein bisschen schwächer. Man hat dann so gemerkt, am Ende fiel den Produzenten dann nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Game of Thrones. Habe ich schon mal von gehört. Habe noch nicht alle Staffeln gesehen, aber soll auch nicht ganz schlecht sein. Mal gucken, vielleicht komme ich noch dazu. Jo, also ich hoffe, es war was für euch dabei. Gute Filme gucken, eine sehr sinnvolle Art, seine Freizeit zu verbringen. Mich könnt ihr sehen ab 26. November in Alo und Spot. Also ihr könnt mich hören. Sehen könnt ihr einen Dinosaurier. Für mehr Informationen zum Film geht ihr auf moviepilot.de.